Indirekt haben wir dafür gesorgt, dass die Verschuldung zurückgeht. Also zunächst mal haben die Kommunen mehr Geld. Und jetzt müssen wir über Infrastruktur wie Mobilität reden. Wir brauchen Berufsbusse dort, wo der öffentliche Nahverkehr. So ist es, Herr Höcke. Sie sehen so aus, als wollen Sie dazu auch was sagen. Infrastruktur. Naja, wir haben jetzt gerade von Herrn Kemmerich eigentlich vernommen, dass er alles durcheinander geworfen hat. Wir waren ja beim Thema öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität im ländlichen Raum. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an das Klimapaket der Bundesregierung, das ja von allen Altparteien mitgetragen wird. Das ist eine schwere Belastung für die Mobilität im ländlichen Raum. Bedeutet, das ist ein Schlag gegen den ländlichen Raum und Thüringen besteht zu 70% aus ländlichem Raum. Deswegen machen wir diesen Politikansatz als AfD auch nicht mit. Genauso der von allen Altparteien forcierte Kampf gegen den Verbrennungsmotor. Die Dieseltechnologie wird immer effizienter. Wer bei der IAA bei der letzten Mal zugegen war, der konnte sich darüber informieren, dass eine neue Generation an Dieselmotoren gerade entwickelt worden ist, die diese Technologie noch lange nicht zu einer Technologie der Vergangenheit macht. Wir brauchen diese Brückentechnologie und der ländliche Raum braucht den Diesel, um auch in Zukunft nicht abgehangen zu werden. Und da sagen wir als AfD ganz deutlich, Hände weg vom Diesel. Gleichzeitig zu dem müssen Thema, wir Herr Höcke, kommen wir tatsächlich gleich noch. Wir haben noch einen weiteren Themenblock. Dann frage ich Sie zu einem anderen Thema. Wir haben vorhin gerade im Duell gehört, dass Herr Moring die Straßenausbaubeiträge wirklich bis 1990 zurückzahlen will. Hat er da Ihre Unterstützung? Also wir waren die politische Kraft im Thüringer Landtag, die im April 2018 die Initiative gestartet hat, mit einem Gesetzentwurf die Straßenausbaubeiträge in Thüringen abzuschaffen. Und danach sind die anderen Altparteien auf diesen Zug aufgesprungen und jetzt sind sie Gott sei Dank Vergangenheit. Oder es scheint jedenfalls so. Ja, wir haben diese Diskussion wiederbelebt, nachdem sie jahrzehntelang schon fast versandet war. Also zurückzahlen AfD bis 1990? Das halte ich für unrealistisch. Das ist wirklich nackter Populismus. Wir müssen eine rückwirkende Regelung finden, die so gerecht wie möglich für so viele wie Menschen wie möglich ist. Aber wenn ich mir den Schuldenstand Thürings angucke, der fast 15 Milliarden Euro beträgt, wenn ich jetzt auch schon in den Blick nehme, dass der Solidarpakt ausläuft, dass die EU Förderung und so weiter rückläufig sein. Also Sie sagen, man kann es nicht finanzieren. Das ist einfach nicht finanzierbar. Das ist wirklich nackter Populismus.